Ja, hallöchen, ihr Lieben, und ein herzliches Willkommen zum neuen Let's Play Sea of Thieves, ihr Lieben. Ich bin euer Pirat. Hallöchen. Jawohl, es geht piratenmäßig zur Sache hier im neuen Let's Play. Und ja, ich habe es schon ein bisschen angezockt gehabt. Aber ich konnte noch nicht so viel damit anfangen, weil ich noch nicht genau wusste, wie das alles funktioniert und so. Da schauen wir jetzt auf jeden Fall mal rein. Sea of Thieves wollte ja ursprünglich das Spiel Atlas machen. Habe ich auch schon fast eine Folge aufgenommen gehabt, aber nö, das ging einfach nicht. Das ist so verbuggt und also geschrieben steht auf Steam, es ist auf Deutsch und es ist einfach nicht die meiste Zeit nicht auf Deutsch. Nur die Menüführung, und die ist auch grottenschlecht, weil die kein Ü, Ä und Ö kennen. Die Schrift, also die Schriftart, und finde ich total doof. Man wird einfach reingeschmissen irgendwo und weiß überhaupt nicht, was man tut. Jetzt habe ich mir halt gedacht, nehme ich mir Sea of Thieves. Wir starten schon mal das Spiel. Abenteuer wird angenommen. Irgendwo werden wir jetzt spawnen. Um was geht's bei dem Spiel? Piraten. Schätze suchen und so weiter. Sin into Xbox Live. Ja, irgendwie, okay. Das werde ich auf jeden Fall jetzt schneiden. So, also, jetzt geht's los. Schätze und Reichtümer im Überfluss, von Piratenlegenden gesammelt, ohne Verdruss. Irgendwie lustig. Gemeinsame Reisen mit treuen Meuten, weit über den blauen Ozean, die Schiffsglocken läuten. Piraten! Mehr der Räuber treibt ein Gerücht. Ein Vermögen warten auf der Sonne Licht. Okay. Verborgen unter finsteren Himmelsschrecken können wagemutig einen großen Schatz entdecken. Ja, Leute. Die Musik ist so cool, Leute. Die Goldsammler suchen tief unter dem Sand, die Schlüssel zur Truhe mit ihrer Hand. Voller Geheimnisse steckt der Seelenorden, ihr erpicht auf die Schädel der untoten Horden. Da gibt's auch noch einige Leute. Den Handelsbund treibt die Gier nach Gold, hofft nun auf den todsicheren Erfolg. Also mit dem Handelsbund werden wir noch einiges zu tun bekommen. Also Handel treiben und so. Athenes Segen zieht dich in ihren Bann. Deine Reise fängt gerade erst an. Leute! Matrosen! So! Familienmodus ein, ausschalten, ausschalten. Was haben wir da? Zusätzliche Voraussetzungen, okay? Spektral außer Kraft setzen, nicht außer Kraft gesetzt. Textchatgröße, das lassen wir mal so. Annehmen und schließen. Würde ich mal sagen. So, wähle einen Charakter für dein Abenteuer aus. Ah, Leute, auf deinem Werdegang zur mit allen Wassern gewaschenen Piratenlegende kannst du das Aussehen deines gewählten Charakters mit Kleidung, Frisuren, Bärten, Augenklappen, Haken, Holzbeine, Ausrüstung und Waffen verändern. Ja, machen wir. So, ich finde, dass diese Figuren so animiert, das finde ich ziemlich cool gemacht, Leute. Die Server von Sea of Thieves werden morgen ab 9 Uhr am Montag, den 11. Juli, nicht erreichbar sein, okay? Das ist natürlich doof, ne? So, schauen wir mal. Wen haben wir da? Wählen den Pirat aus. Wer ist sie eigentlich? Das steht nicht da. Da ist ein komischer. Leute. Der Scherstaris hier ist quasi so ein Barde auf die Art. Ich weiß jetzt nicht genau, was das jetzt genau für einer ist. Was ist das für einen? Nö. Den finde ich cool. So ein alter, ihr älterer. Natürlich, Leute, das bin ich, Leute. Also ich würde mal sagen, ich habe meinen Charakter gefunden, ich werde den nehmen. Neue Piraten erstellen als Favoritmarkierte auswählen. Pirat ausgewählt. Bist du sicher? Ja, natürlich werde ich den nehmen, Leute. Leute, kann man den dann vielleicht noch verbessern oder so? Crewbuch, okay. Verirre dich nicht auf hoher See. Möchtest du gelegentlich E-Mails erhalten, um auf dem Laufenden zu bleiben? Zum Beispiel neue Spielfunktionen, aktualisierte Inhalte, die du verpassen solltest? Ja, natürlich.
Danke, wir haben eine Willkommensnachricht geschickt. Du kannst die Nachrichten jederzeit abstellen. Ja. So, Abenteurer. Also was nehmen wir? Abenteuer. Segle frei auf den Wellen, spiele ein episches Piratenabenteuer oder Jungfernfahrt. Tutorial spielen. Ich will aber nicht das Tutorial spielen, Leute. Abenteurer, segle frei auf den Wellen. Erforsche, plündere und kämpfe auf einem riesigen Ozean. Du hast die Wahl. Spiele ein episches Piratenabenteuer. Tu dich mit Captain Jack Sparrow in einer spannenden Story-Kampagne zusammen. Hey, cool. Ich würde mal sagen, ich bin ein Abenteurer. Ja, ich bin ein Abenteurer. Nämlich Abenteuer, Leute. Jungfernfahrt-Tutorial. Sieht aus, als spielst du Sea of Thieves zum ersten Mal. Bevor du die Segel setzt, solltest du das Jungfernfahrt-Tutorial spielen, damit du in sicherer Umgebung die Grundlagen des Piratenlebens lernst. Sobald du eine Jungfernfahrt abgeschlossen hast, bist du bereit auf das Sea of Thieves, ja. Ja, spiel mal die Jungfernfahrt, Leute. Tja, macht ja nichts. Hab das wirklich noch nie gespielt. Solo-Schaluppe, Crew-Aufstellung, Snowkiller 83. Das bin ich, Leute. Segel setzen, Modus Jungfernfahrt. Mikrofon bereit. Information, was ist neu? Segel setzen. Ja, ich setze mal die Segel, Leute. Segel setzen, volle Kraft voraus. Die Meere absuchen, tut er gerade. Was ist da gerade gestanden? Die Segel werden geschissen? Ach, was? Leute. Legendärer Vorrat, neue Piratenlegendenbelohnungen sind nun in Piratenlegenden verstärkt zum Kauf verfügbar. Das Abenteuer beginnt, Leute. Ah, es ist gestiegen, die Rangaufstufe quasi. Auf 30 drauf, von 20 auf 30. Ich kenne mich da noch nicht so gut aus, Leute. Es ist das erste Mal, dass ich Sea of Thieves so richtig spiele. Also ich weiß es jetzt gar nicht. Ganz kurz einmal angespielt, aber nicht lang. Servus! Ahoi, Captain! You look a little worse for wear, my friend. You must be on quite the journey. Der Piratenlord, okay? I should eat something if I were you. A full belly can do wonders for your spirits. Once you're in good health, we'll speak properly. Dann reden wir weiter, okay? Halte LB gedrückt, um das Ausrüstungsmenü zu öffnen. LB ist der linke Button. Ich spiel's mit Controller, Leute. Nutze rechter Stick, um die Nahrung auszuwählen. Lasse LB los, um zu bestätigen. Okay, welche Nahrung haben wir? Da oben haben wir Nahrung. Drücke RC, um die Banane zu essen. Ja, Leute, Banane. Ja. Ah, da unten, okay. Errungenschaft freigeschaltet, der Legendenknurps. Maybe even strong enough so sieht doch ganz gut aus. Vielleicht sogar gut genug, um die Sea of Thieves zu erreichen. Schau nicht so überrascht. Ich bin überrascht, Leute. Heute Tage nennt man mit dem Piratenlord, aber damals, als ich diesen Ort entdeckte, war ich auch ein kühler Abenteurer wie du. Piratenlord, okay. Ich träumte von unbekannten Gewässern voll mit Schätzen und Gefahren und von neuen Abenteuern mit jedem Sonnenaufgang, okay. Du warst tapfer genug, um es so weit zu bringen. Das schafft nicht jeder. Jetzt fehlt nur noch eine letzte Sache. Ja, in Seestechen, ne? You want some trusty steel at your side, though. There's a sword in those trees whose owner doesn't seem to need it anymore. Das Besitzer wohl nicht mehr braucht. Okay, nimm das Entermesser auf. Ah, da drüben soll das sein. Das Entermesser. Entermesser nehmen. Ja, super, Leute. Ja, Leute. Ah, so kann ich das verstauen. Sprich mit dem Piratenlord am Strand. Also erst den Kampf hier gehabt, Leute. Ich find's so cool. Nein, ich find's jetzt schon so richtig cool. Wo ist denn der Piratenlord da drüben? Beim Dasein als Pirat geht es um wesentlich mehr als darum, eine Klinge in der Hand zu halten und an das Geld anderer zu kommen. Es geht darum, bei Laternen nicht den Weg durch uralte Höhlen zu finden und längst vergessene Schätze auszugraben, ja? And raising a frothing great und wer oben den Grund voll Rum, Rum anderen und Abenteuer zu erzählen. Rum. Ich mag keinen Rum, Leute, wirklich. Für alles, das alles brauchst du die passende Ausrüstung. Diese alte Schaufel ist schon mal ein Anfang. Gib her die Schaufel. Leute, nimm die Schaufel auf.
Die Pferdeschaufel hier. Ja, habe ich damals ein paar meiner alten Sachen versteckt. Die Karte zeigt dir wo. So, Mission erhalten. Na bitte. Wie kann ich das aufrufen? Hallo? Halte LB gedrückt, um das Karte... okay. Drücke Mission anzusehen. Missionen ansehen. Wähle die Karte mit... Wähle die Karte mit rechten Stick aus und lasst LB los, um Wahl zu bestätigen. Okay, also da habe ich jetzt einmal die Karte. RC halten, um die Karte hochzuheben. Gut, wo bin ich gerade? Nutze die Karte, um den mit einem X markierten Schatz zu finden. Ja, das ist natürlich dann immer die Frage, wo bin ich gerade? So, ich muss das alles einmal anschauen, Leute. So, wo bin ich? Ich müsste eigentlich da unten irgendwo sein. Da oben soll das sein. Also ich bin auf dieser Insel hier. Oben auf 1C sollte normalerweise hier oben irgendwo der Schatz sein. Ja, hier ist das. Hier geht es auch schon los mit dem Tutorial, wie man so Schätze sucht und so. Finde ich cool. Ich, euer Pirat Horsti. So, der soll da oben auf der Spitze sein. Der müsste eigentlich da schon sein, Leute. Irgendwo. So, dann nehme ich jetzt nochmal die Schaufel. Nö, da ist nichts. Sollte irgendwo da sein, Leute. Vielleicht hier. Oder doch da. Vielleicht da drüben, Leute. Schaut mal. Ja, da ist er. Jawohl, super. Und noch einmal. Jetzt haben wir sie gefunden. Das ist nicht so einfach, diese Schätze zu finden, Leute. So, Truhe des alten Seefahrers begraben. Truhe des alten Seefahrers entdeckt. Truhe des alten Seefahrers aufnehmen, Leute. Ja, dann gebe ich es, bringe ich zum Piraten, oder? Würde ich sagen. Ich muss das wahrscheinlich. Ich bringe die Truhe des alten Seefahrers zum Piratenlord zurück, ja? Ja, das ist halt ein Schatz, Leute. Ein Schatz. Die Musik ist so cool, Leute. Servus. Ich gebe dir die Truhe, hier. Ah, meine alte Truhe. Mal sehen, ob sie noch ihre Geheimnisse birgt. Da ist nichts drin wahrscheinlich. Mein Kaffee hier. Nimm die Ausrüstung aus der Truhe des alten Seefahrers. Nimm die Ausrüstung des alten Seemanns. Fertig. Jetzt habe ich eine Ausrüstung auch noch. Steinschlosspistole erhalten. Na bitte, Leute. Y verwenden, um deine Waffe auszurüsten, okay? Verwenden, wenn du Steinschlosspistole zu wechseln. Eine schöne Waffe. Sie wird bestimmt von Nutzen sein. Piratenlord. Ausrüstung erhalten. Gut. Ja. LB nutzen, um das Gegenstandsmenü zu öffnen. Ja, klar. Also ich muss das alles erst checken, Leute. Wähle einen Gegenstand mit RS aus und lass LB das. Okay. Was brauche ich denn jetzt eigentlich? So, jetzt siehst du wie ein waschechter Pirat aus. Ich weiß. There's plenty more to see, so why not stretch your legs? Es gibt hier viel zu sehen. Warum verdrehst du denn nicht die Beine und schaust dich um? Ich warte hier auf dich, wenn du bereit zur Abfahrt bist. Ja, Leute. Sprich mit dem Piratenlord am Strand, wenn du bereit bist, in See zu stechen. Ja, dann werde ich das machen. Ich würde mal das sagen, dieses Ding ist eigentlich ziemlich gut. Dieses Horoskop. Das Fernglas. Da kann man da wirklich schön schauen, herumschauen. Finde ich cool. Pistole. Okay, da brauche ich jetzt ehrlich gesagt nichts mehr. Was haben wir da noch? Banane muss ich jetzt nicht essen. Ich habe auch gar kein Obst mehr, Leute. So, dann reden wir mal mit dem Piratenlord, ne? Well now. I say you're du bist bereit für was auch immer kommen mag. Ja, natürlich, Leute. Lass mich dir den Weg zeigen. Na bitte, komm, Piratenlord.
Ja, wir müssen zum Schiff, schätze ich mal, oder? Der Schleier lichtet sich, aber du musst noch eine Sache erledigen, bevor du weiterziehst. Okay. You may be ready to sail, du magst zwar bereit zum Segeln sein, aber dein Schiff ist es nicht. Los, bring es wieder in Schuss. Okay. Leute, jetzt muss ich nicht mein Schiff in Schuss bringen. Wie mache ich das? Jungfernfahrt, auf zu neuen Abenteuern. Ist abgeschlossen, oder was? Okay. Und jetzt? An Bord gehen. Okay, servus. Ich musste meine Kamera ein bisschen besser machen. So, da oben an Bord. Ich gehe mal an Bord dieses Schiffs. Jetzt bekomme ich nämlich mein Schiff, Leute. Hallo. Okay. Drücke X auf das Fallseil am Heck des Schiffs. Oh, Fallseil. Ja. Segellänge einstellen. Drücke LS nach unten, um den Mast aufzurichten. Richten wir, ja genau, dann müsste ich jetzt alles mal in Schuss bringen hier. Das ganze Schiff in Schuss bringen, das brauche ich nämlich. Gehört an mir. Nimm Holz aus dem Holzfass unter Deck. Ja, da haben wir auch ein Holzfass. Unten irgendwo. Ja. Da, Leute. Wo ist das Holzfass? Wasserfass benutzen. Nö, da ist Holzfass öffnen, ja. So, alles nehmen, Leute. Du kannst von diesem Gegenstand nicht mehr tragen. Also 5 Stück nur, okay. Nutze das Holz, um den Mastfuß zu reparieren. Also wir reparieren, ich repariere mal das Schiff, Leute. Wo ist der Mastfuß? Also der Mastfuß, hier. Ja, Leute. So, da. Aber ein bisschen reparieren das Schiff, Leute. Ja, sonst kippt das wieder um, der Mast. Na, das geht ja gar nicht. So, ha, Leute. Dein Schiff wird durch Kollisionen und Kanonenbeschuss beschädigt. Pass also gut darauf auf. LB halten, um Ausrüstung anzuzeigen, okay? Wähle mit RS das, den Eimer aus. Wo ist denn der Eimer? RT drücken, um das Wasser unter Deck zu schöpfen. Ja klar, also jetzt die ersten Aufgaben, das sind Ratten, Leute. Ah, nö. So, und jetzt? Wo soll ich das ablassen, das Wasser? RT drücken, um das Wasser unter Deck zu schöpfen, okay? Ah, verstehe. Vom Schiff zu drücken, um das Wasser vom Schiff zu schütten, okay? Passt. Leute, drücke X auf das Spill, um den Anker zu lichten. Super. Wo ist denn das Spill? Ist da hinten. Hier. Anker lichten. Link ist nach vorne, um den Anker zu lichten, Leute. Na bitte. Drücke X auf das Fallseil am Heck des Schiffs. Nach unten, um Segel einzuholen. Drücke X auf das Steuer, um das Schiff zu steuern. Jungfernfahrt auf dem Horizont, Leute. Steuerrad benutzen. Ich fahre mit dem Schiff, Leute. So, wohin jetzt? Wie kann ich das wieder weg? Ach so, ja, so kann ich das weggeben, Leute. Also jetzt habe ich mal die Segel runtergetan.
Steuerbord! Backbord! Keine Ahnung was, Leute! So, was habe ich jetzt eigentlich für eine Aufgabe, Leute? Was habe ich jetzt für eine Aufgabe? Steuerrad benutzen? Dann fahren wir ein bisschen mit dem neuen Schiff, das ich habe. Jawohl! Wo muss ich jetzt selber nicht hin, Leute? Das ist die Frage, ne? Ich fahr mal irgendwo hin, Leute. Keine Ahnung, wo ich da jetzt hin muss. So. Ich würde mal sagen, das heißt, den Anker werfen. Den stellen wir uns mal hin, Leute. So, jetzt sind wir im offenen Meer, Leute. Wo ich da jetzt genau hin muss, da schaue ich mir da unten jetzt an, weil da unten ist nämlich eine Karte. Kartentisch benutzen, Leute. So, wo muss ich da hin? Der Sea of Thieves. Hier einfach gerade durch, Leute. Kann ich das irgendwie... Nö. Einfach gerade durch, Leute. Fertig. Ja, die Folge ist aber schon aus, die erste, Leute. Wahnsinn, oder? Aber ich lichte trotzdem mal den Anker. Also, den Anker wieder nach oben. Jawohl. So, da muss ich wahrscheinlich eh hin, da vorne. Da komme ich dann auf die Insel, schätze ich mal, wo ich hin muss. Das ist super, Leute. Ich weiß jetzt nicht, wo ich da anlegen muss. Ich muss wahrscheinlich eh einfach nur geradeaus fahren, Leute. Ist ein Hai oder ein Wal oder was ist da? Ausweichen hier! Oh Leute! Ein Haifisch! Ein Riesenwal! Ich muss da einfach irgendwie geradeaus, Leute. Da raus aus dem Strudel hier. Das ist ein Wahnsinn. So, jetzt brauche ich eigentlich das Segel momentan. Kann ich das Segel wieder, die Segellänge wieder komplett nach oben geben. Hol Kanonenkugel aus dem Fass auf dem Deck, Leute. So, Kanonenkugel. Somit stehen bleiben. Hol Kanonenkugel aus dem Fass auf dem Deck. Angriff! Da ist ein feindliches Schiff voraus. Auf dem Deck. Okay, Kanonenkugel hier. Wo sind die Kanonenkugel? Gesperrt. Ja, alles nehmen wir an Bananen. Wo ist die Kanonenkugel hin, Leute? Ja, ich habe keine Kanonenkugel. Wo sollen die sein? Auf dem Deck die Kanonenkugel nehmen, okay? Leute! Kanonenkugelfass öffnen, Leute. So. Die fütter ich jetzt.
So. Kanonenkugel laden. Haben wir da noch welche? Nö. So, und jetzt? Fertig. Sind die Gegner schon weg? Schieß einmal, Leute. Boom! Ja, ich habe eh noch eine Kanone. Das ist einmal geladen, nur zur Sicherheit. So, fertig. So, ihr Lieben. Aber ich würde mal sagen, also jetzt habe ich den Anker geworfen. So. Und dann würde ich mal sagen, war es das mit Folge 1? Ja. Momentan geht es da jetzt gar nicht weiter. Vielleicht sollte ich den Anker dann wieder lichten, den Anker wieder freigeben. Gut, ihr Lieben, das war's mit Folge 1. Gefällt mir schon mal sehr, sehr genial gut. Und wir werden demnächst irgendwann nochmal auf die Insel anlegen. Würde ich mal sagen. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, du bist wieder dabei, wenn es wieder heißt Sea of Thieves, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen. Game over und ciao.